Ja, hallo miteinander und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Thomas Schmidt Kunstmaratomi. Heute am 25.04.2023 will ich mal wieder eine Runde auf der Schleuseninsel drehen, weil ich gerade wieder Ware zur Post getragen habe. Und am Rückweg ist es immer, bietet es sich an, da hier vorbeizufahren. Und hier blüht so schön. Da blühen die Taubnesseln. Ja, von der Temperatur her ist heute eher wie im März als Ende April. Es ist richtig kalt. Da ist wohl demnächst eine Veranstaltung, so wie das aussieht. Und hier blühen die Schlüsselblumen noch so schön. Dieses Jahr ist alles etwas später dran. Und hier fließt die Regnitz. Wasser ist doch immer eine schöne Idylle. Der Löwenzahn ist ja jetzt gerade keine seltene Blume, aber er ist trotzdem wunderschön anzusehen. Hier blühen die Taubnesseln wieder so schön. Ja, können wir eigentlich mal wieder einen Baum umarmen. Den in der Mitte, nehme ich mal. Ein Meer von Gänseblümchen. Da sind die Amseln gerade auf Regenwurmjacht. Ja, jetzt habe ich wieder die nördlichste Landspitze der Schleuseninsel erreicht, wo sich Regnitz und Rhein-Main-Donau-Kanal treffen. Eigentlich heißt er jetzt nur noch Main-Donau-Kanal. Hier sehen wir den Kanal. Einziges Blütenmeer von Gänseblümchen. Nein, das sind andere Blumen. Gänseblümchen sind wir auch ein paar. Das sind diese anderen weißen Blumen, ich weiß es nicht, wie sie heißen. Alles weiß. Licht und dunkle Wolken sehen auch nicht so schlecht aus. Da kommt wieder ein großes Schiff. So eine Art Kreuzfahrtschiff zu sein, ja, Sea Tours. Also das Schiff hier ist 110 Meter lang, 11,40 Meter breit und hat bis zu 148 Passagiere. Jetzt fährt es in Richtung Schleuse. Da muss er ja irgendwie reinpassen. Ganz schön lang das Schiff. Ja, das Schleusentor ist offen, du kannst ja gleich reinfahren. Ja, da vorne ist ja auch schon die Schleuse. Da fährt es jetzt gleich rein. Und es stinkt nach Diesel. Die haben ja ganz schön viel Abgase. Die versauen hier natürlich ein bisschen die gute Luft. Also da ist schon Maßarbeit erforderlich, wenn man da reinfahren will mit so einem Riesending. Denn da vorne wird es richtig eng. Und rein geht's. Und jetzt ist es gleich drin in der Schleuse. Und hier hängen allerlei finstere Wolken am Himmel. Jetzt ist das Schiff gleich in der Schleuse drin. Und sich dann gleich die Tore schließen. Also wie man sieht, es passt rein, das Schiff. Könnte sogar noch etwas länger sein. Ja, das war es dann auch schon wieder, denn davon ist schon wieder mein Auto.
Ich hoffe, euch hat der Film genauso gut gefallen wie mir die kleine Tour. Wenn ja, dann liked ihn bitte mit erhobenem Daumen. Ich freue mich über eure Kommentare. Und ganz besonders freue ich mich natürlich über jeden neuen Abonnenten. Da rufe ich ganz laut Juhu, Juhu, Juhu. Dann bis zum nächsten Mal auf meinem YouTube-Kanal Thomas Schmidtkranz Marathoni. Auf Wiedersehen. Und hier zum Abschluss noch ein paar Schlüsselblumen. Für alle, die noch so viel Geduld hatten, sich den Film bis zum Ende anzusehen.